herzlich willkommen beim Nürnberg Institut für Marktentscheidungen. Heute am Decisions Day. Green Acting und Greenwashing. Es geht darum, die Welt besser zu machen. Danke Ihnen herzlich, dass Sie heute gekommen sind. Zunächst möchte ich aber auch nochmal unseren Ehrenpräsidenten begrüßen, Manfred Czeske. Manfred, herzlich willkommen. Vielen Dank. Nimm, was machen die eigentlich so? Seit ungefähr 90 Jahren untersuchen wir Konsum- und Konsumentenentscheidungen in dynamischen Märkten. Wir stellen uns die Frage, wie beeinflusst Technologie, wie beeinflusst Umwelt, wie beeinflussen aber auch Haltung und Gewohnheiten von Konsumenten Marktentscheidungen. Was ist Greenwashing also? Greenwashing ist zunächst für mich ein bewusster Täuschungsversuch. Das heißt, das Unternehmen macht es nicht aus Versehen, sondern absichtlich. Es zielt auf den Konsumenten, die Wahrnehmung des Konsumenten. Deshalb findet es hauptsächlich in Marketing und Kommunikation statt. Was aber DM ganz besonders macht, DM achtet auf den Menschen. Das heißt, wenn wir handeln im Sinne des Miteinander, aber auch in der Fürsorge, ja, für den anderen, dann ist das eine zukunftsfähige Handlungsweise. Use your phone longer. The longer you use it, the better. This tiny mosquito that we started, the smallest consumer electronics company in the world, probably at that time, was the greenest in the world compared to all these big, like, mammoths. Uns ist erst gelungen, alle mitzunehmen, als Nachhaltigkeit eben nicht so ein abstraktes Theoretikum war, ein Gespinst von der Geschäftsführung von oben runter, sondern als es erlebbar wurde. Wenn wir uns angucken, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, jetzt im politischen Kontext des Themas Nachhaltigkeit, werden wir an mehr Verboten oder Geboten nicht vorbeikommen, weil wir als Menschen uns mit Verhaltensänderung schwer tun. Wichtig ist, glaube ich, die Frage, wie sieht eigentlich das Thema Greenwashing aus Sicht der Konsumenten, aber auch der Marketingmanager. Wenn die Konsumenten wissen, was gibt es eigentlich da draußen, was ist grün, was ist nicht grün, was ist wirklich grün, was tut nur so, und die Marketingmanager wissen, was brauchen die Konsumenten eigentlich, was wollen die eigentlich, dann kann es einen effizienten Markt geben. DWS, DWS, had almost a trillion dollars under management. Can you imagine what impact we could have with a trillion dollars? Also eine Wirtschaft, die Menschen und Natur über Profit stellt. Das ist so unser Ziel. Und ich glaube, wir können alle zusammen auch so ein bisschen an dem Wie arbeiten, Ideen finden, uns austauschen und uns unterstützen. Also bitte anschnallen, wir starten in den Weltraum. Man kann sagen, dass wir gewissermaßen aus dem Weltraum den Puls unserer Erde messen. Wir sollten natürlich alles dafür tun, um diesen Ort zu erhalten. Das, meine Damen und Herren, war's für heute beim Nürnberg Institut für Marktentscheidungen beim Decision Day zum Thema Green Acting versus Greenwashing. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen einen schönen Abend, bedanke mich bei NEM, bedanke mich für die Möglichkeit, heute hier moderieren zu dürfen. Ganz herzlichen Dank an das wunderbare Organisationsteam um Sandra Lades. Danke für die Aufmerksamkeit, schönen Abend, auf Wiedersehen, Dankeschön und tschüss.